Moin Moin, willkommen zurück zu Two Point Hospital. Wir haben es endlich geschafft. In Crockle Bay sind wir angekommen. Und an dieser Stelle möchte ich mich mal ganz herzlich bei euch bedanken für die ganzen Glückwünsche, dass ich es jetzt endlich geschafft habe, Duckworth abzuschließen. Es ging mir echt ein bisschen am Ende auf den Senkel. Aber gut, wir haben ja die Kurve gekriegt und jetzt sind wir hier. Euren Kommentaren habe ich entnommen, dass ich noch keine ganz groben Schlitzer mir geleistet habe. Außer, dass ich wohl hier, aber das ist ja nicht so ganz schlimm, keinen Feuerlöscher in der Apotheke habe. Dann stellen wir den doch einfach mal schnell rein. Und, ja, das andere, hab ich gerade vergessen. Wird vielleicht nachgetragen. Achso, ich soll nochmal drauf achten, ob ich diesen Stuhl überhaupt brauche hier im Ausbildungszimmer. Denn, ja, eigentlich sollten die Leute rein und ausgebildet wieder raus. Aber ich werde mal so hin und wieder drauf achten, weil manchmal ist es, glaube ich, so, dass einer der beiden Hansel Pause macht und in den Aufenthaltsraum geht und der andere dann doch auch hier warten kann. Wir achten mal drauf. Marketing. Ja, ne? Könnten wir mal was lostreten, wenn wir mal was brauchen? Wir lassen das erstmal weiterlaufen und ich habe heute einen Plan. Diagnosebeschluss, was haben wir? 48%. Der soll mal warten, bis wir was Neues haben. Denn wir wollen ja heute hier ein bisschen ausbauen an der Seite. So, hier soll ein bisschen Diagnose rein. Und ich fange einfach mal an mit einer allgemeinen Diagnose. Als erste weitere Option, meine Leutchen hier irgendwie zu behandeln. Und ich gucke schon mal, wo ich die hinschiebe. Passt die vielleicht hier in die Ecke? Ja, das wäre vielleicht gar nicht... Nee, so passt sie natürlich nicht, ne? 3x3, da war es wieder. Dann müssen wir hier sowas für Pausenräume und Toilette nutzen und fangen hier drüben mit der allgemeinen Diagnose an. Machen wir das so. Okay. So, Fensterchen ein paar Stück. Und wie gesagt, ich möchte immer probieren heute so um die 100.000 mindestens als finanzielles Polster für Notfälle zu behalten. Dann kann ich auch ein bisschen auf unvorhergesehene Dinge reagieren. Heizkörper brauchen wir nicht. Hier brauchen wir eine kleine Klimaanlage für das Räumchen. Kaffee soll es natürlich geben. Wir sind ja nicht so. Und ja, ich werde wahrscheinlich hier, das habe ich auch in den Kommentaren gelesen, noch mehr Getränke zur Verfügung stellen müssen. Vielleicht auch mehr von diesen Trinkwasserbrunnen. Da geht natürlich dann ein bisschen dafür die Hygiene runter. Also müssen wir auch in den Außenbereichen mehr Desinfektionsbänder aufhängen. So, machen wir das mal so. Und hier kommt zumindest mal ein Getränkeautomat hin. Und ein Snackautomat. Eine Mülltonne. If you're planning to join the squid stakeout party planned for tomorrow, just remember that all the things that live in the sea can be dangerous. Klimaanlage hier. Klimaanlage mal da. Einfach mal da, wo die Leute sich aufhalten. Okay. Das wäre auch noch eine Ecke tatsächlich für den Geschenkeladen. Ist das so? Könnte gehen, ja. Okay. Jetzt habe ich natürlich mehr ausgegeben als eingenommen. Also machen wir schon mal eine kleine Investmentpause. Und? Der Pfleger ist da. Jetzt habe ich wie viele Pfleger? Räume, wo ich Pfleger brauche, sind zwei. Und? Wir gucken mal, wie viel ich habe. Zwei Stück. Ja, und wenn ich jetzt noch einen zweiten oder einen dritten hinzunehme, könnte ich ja sehr wohl ja, jemand mit Leertempo hier, das bringt mir jetzt nicht allzu viel gerade. Ach, wir sind ja auch bei den Ärzten. Forscher! Reizbar inspiriert. Wir können anfangen zu forschen. Okay.
Abrundungstherapie, die brauchen wir, denn wir müssen ja hier 10 Leute mit Kubismus heilen. Fangen wir damit doch ganz direkt an. So, Ärzte kommen gleich, es geht gleich weiter. Und ich gucke, solange das hier läuft, einfach mal in die Statistiken rein. Jobs zugeordnet, das habe ich noch gar nicht. Momentan will ich das auch noch ein bisschen flexibel lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Spezialisierung kommt noch. Nur der Forscher. Der macht nur Forschung. Dollybub. Ich habe 3 Ärzte und ein Arztzimmer. Das heißt, Dollybub wird schon... Macht Pause, ja. Du bist nur so drauf, voller Energie. Entertainerin unermüdlich. Du wirst auf jeden Fall die Person werden, die Behandlung lernt. Damit wir das nachher schon mal haben. Behandelnde Ärzte. Mhm. Auch so ein Ding, das war bisher immer ein bisschen schwierig. Beförderung. Wer möchte denn? So, ich bin ja nicht so. Ich gebe heute gleich viel mehr Geld aus für Beförderungen. Will überhaupt keine schlechte Laune mehr bei den Leuten haben. Ich kann natürlich nicht viel Geld einnehmen, wenn ich niemanden behandle. 82% wird behandelt. Schlechtes Bauchgefühl, ab in die Apotheke, das ist gut, das können wir behandeln, da machen wir Geld. Noch weitere Diagnosezimmer. Station. 7.500 für eine Station. Ja, sie ist angefordert, okay. Dann weiche ich das jetzt mit den 100.000 wieder auf dass es mein Verderben gibt. Alien abduction or a street lamp? We'll never know. Let me know if you've eine ganz kleine Station. Eine Umkleide. 2 Betten. Das machen wir alles hier sehr, sehr billig. Die kleine Klimaanlage. Und ja, ich lese schon wieder, Matze, mach doch Pause, wenn du Räume baust. Momentan brennt hier nichts an. Das machen wir dann, wenn es wirklich stressig wird. So. Station ist fertig. Pflege habe ich jetzt aber wirklich zu wenig, ehrlich gesagt. Also erstmal ganz grundsätzlich. Das wird dann die nächste Stufe fürs Investment sein. So. Ja, soll mal kommen, ne? So, dann hat man es ja noch hier mit Marketing in den Kommentaren. Ich glaube, es war das Marketing, wo ich gesagt habe, irgendwie muss 4x4 groß sein oder so und ich habe gesagt, muss 3x3 groß sein und habe mich aufgeregt, dass ich 4x4 bauen musste. Da war ich ein bisschen durcheinander. Jetzt bin ich es auch, weil ich gar nicht mehr wusste, was Konja da genau geschrieben hat. Ja, ja. Die kleinen verpeilten Momente, aber die gehören einfach dazu, wenn ich hier was zocke. Ne? Das solltet ihr ja mittlerweile auch schon verstanden haben, dass das auch gar nicht geht, ohne dass ich hier verpeilt bin. Ja, verteilt, genau. So. Ich glaube, wir sollten in der Tat noch einen Pfleger einstellen.
Haben wir noch einen Forscher, das ist gut. Kostet aber viel Geld. Hier haben wir einen Arzt, der die Behandlung kann. Energiegeladen, unermüdlich Romantikerin. Nehmen wir auch. Und jetzt müssen wir aber langsam aufpassen, dass ich nicht zu viele einstelle. Hat Potenzial, inspiriert, ja. Gute Leute werden kommen. Ist mir für Station viel zu teuer, sorry. Hungerlaunig und hygienisch geht gar nicht. Energiegeladen. Station. Aber wie gesagt, erst müssen die Leute wirklich flexibel einsetzbar bleiben. So, was haben wir denn? So machen wir das. Bin gespannt, ob mich das wirklich finanziell an den in den Wahnsinn treibt hier. Die Ausgaben, die steigen hier ganz konsequent. Und jetzt ist Sparen angesagt. Ich muss Geld übrig haben, ja, für nötige Räume. Ich muss jetzt erstmal Geld machen. So, jetzt gucken wir mal hin, was hier so los ist. Beobachten wir einfach mal ein paar Minuten. ...90 Tage ohne Todesfall. Das dürfte jetzt echt noch gehen. Warteschlange an der Station, und zwar eine bösartige. Müssen wir doch gleich anbauen, direkt. Ich will erstmal sehen, dass ich ein bisschen Geld mache. Aber dann verlieren wir lieber mal die Patienten und ihre Gesundheit nicht aus dem Auge. Das darf nicht kritisch werden. Jo, haben wir es doch schon geschafft. 90 Tage ohne Todesfall, super. Gut gemacht, Matze. Keine Warteschlange in der Apotheke. Jetzt müsste natürlich die Warteschlange hier vorne sich dann irgendwann auftürmen, weil die müssen ja alle wieder zurück. Ja, genau. Und deswegen baue ich noch eine Allgemeinmedizin. Genau wegen dieser Meldung. Schön hier ins Eck rein. Wenn ich die Station umbauen muss, dann mache ich das halt anders. So. Aktenschrank. Die paar Fensterchen noch. Ich hätte es jetzt auch bis in die Ecke ziehen können, ehrlich gesagt. Da war mir aber gerade nicht so ganz nach. Kleine Klimaanlage. So, Stufe 3. Habe ich jetzt vorhin nicht wirklich drauf geachtet, dass ich das bei den anderen Räumen auch mache. Ja, ihr kriegt noch eine Bank. Ist okay. The new number one album from Jasmine Odyssey. Ah ja, wird wieder zurückgesetzt, wenn ein Todesfall eintritt. Das habe ich auch noch nie wirklich beobachtet. And Fish Whispers. Ja, nicht wirklich viel Grund zur Freude. Das ist sehr schade. Salvation, the new number one album from Jasmine Odyssey, is out now. Ja, dann kauf's doch. Ich will's nicht haben. Die Alte geht mir mit ihrem Jodel ganz schön auf den Zeiger. Was ist mit dir los? Du hast nichts zu tun? So, du machst Behandlungen später mal, ja? Können wir irgendjemanden ausbilden, wenn hier schon Langeweile herrscht? Das wollen wir nicht haben. Charmant.
lustig, Klassenclown, hat Potenzial, inspiriert. Dich können wir später noch gebrauchen. Deswegen stellen wir dich genau jetzt schon mal ein. Perfekt. Also ja, ich mache leichtes Plus. Das ist gut. Die Warteschlange ist mir zu lang und Hausmeister habe ich wohl auch zu wenige. Ich habe keine Geisterjäger. Motiviert. Oder ist der erste Hausmeister, den ich habe, tatsächlich ein Geisterjäger? Ist also. Wird das gleich eine Schulung geben? Pflegeschüler, du willst irgendwas? Ich habe noch niemanden für die Station, ja. Das ist jetzt ein externen machen, einfach weil es geht. Und die beiden Hausmeister, die lasse ich hier auch nochmal die Geisterjägerei einmal austauschen. Und stelle noch einen dritten ein. Der Junge von nebenan, lustig, das klingt gut. Schmutzfink, unmotiviert, nein danke. Nö, hier, hopp. So, dann sollte das laufen. Und jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass mir das nicht zu teuer wird. Wie schaut es bei den Assistenten aus? Da haben wir zwei. Quatsch. Doch, wir haben zwei, das stimmte schon. Marketing und hier fehlt die Kundenbetreuung, okay. Also Marketingkampagnen können wir machen. Aber ich brauche keine für irgendeine Krankheit. Oh, hier. Da haben wir es. Kubismus. So sieht das also aus. Ich kann es nur leider nicht behandeln aktuell. Okay, ich brauche eine größere Station. Das machen wir direkt. Der Platz reicht für Toiletten oder ein Pausezimmer. Dann machen wir hier das gleiche ein bisschen größer. Und jetzt... Ach, das auch noch. Probiere ich mich mal an die Regeln zu erinnern, die ich von euch gelernt habe zum Bau einer Station. Schön immer... Nein. Zwei Betten aneinander, denn man muss ja nur von einer Seite drankommen. So. Ach, alles weg hier. Es stört ja eh nur. Also. Die Schwesternstation schön an den Rand. Kaffeemaschine, Stuhl. Ihr nervt jetzt auch gerade, tut mir leid. Jetzt bin ich nicht so sehr präzise mit der Maus unterwegs, stelle ich gerade fest. Betten machen wir nochmal. Eins, zwei. So passt du auch hier hin, das ist schön. Die Umkleiden, die machen wir einfach mal hier unten zwei Stück hin. Und dann passt auch noch ein Bett hier rein, oder? So, fünf Betten, zwei Umkleiden, passt. Dann. He's thinking he should stop storing all his cheese in there. What do you think? Remember, if you've had a supernatural encounter, let me know. Kaffeemaschine passt noch dazwischen. Would an assistant please go to marketing? Ja, ja, kommt gleich der Stuhl. Ja, jetzt machen wir doch mal kurz Pause. Sonst verliere ich doch den Überblick irgendwann. Also, wir brauchen nämlich noch die Klimaanlage. Die steht jetzt wahrscheinlich richtig gut im Weg, ja. So wird das gut. Die wird geschlossen. Ah nein, jetzt probieren wir nochmal was. Es war ja doch die Idee da, dass ich vielleicht Warteschlangen verziehen kann auf andere Räume. Geht das? Das geht in der Tat. Also, rüber mit euch.
Dann mache ich nämlich auch gar keinen Schaden, wenn ich hier die Warteschlange verziehe oder den Raum schließe. Na? Willst nicht mehr? So. Das haben wir natürlich jetzt nicht geschafft. 83% wird direkt behandelt. Chirurgie-Notfall? Nein, das geht nicht. Tut mir leid. Müssen wir dann doch schließen, ne? So, Stationsverwaltung haben wir ausgebildet, das ist gut. Hier gibt's Geld, Schmuddelsohlen. Das kennen wir auch schon. Ab zur Station. Einmal die Station verkaufen. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Oh, wir haben ja echt lästige Warteschlangen. Und ich würde sagen, jetzt gucke ich noch einmal, dass ich das Personal, was ich jetzt habe, schon mal ein bisschen vernünftiger zuweise in den Aufgaben. Also, Marketing-Tussi, die darf natürlich, die dürfen alles machen, das ist mir wurscht. Ihr dürft auch erstmal alles machen. Und hier schauen wir mal, hier ist jetzt erstmal nur noch Station erlaubt, inklusive Frakturstation. Hier ist erstmal nur Apotheke, also keine Diagnose mehr. Aber Behandlung ist erlaubt weiterhin. Und du darfst erstmal noch alles machen, außer Apotheke und außer Station. Das hat natürlich den Nachteil, dass wenn einer von denen Pause macht, hier der Raum erstmal unbesetzt ist. Aber dann ist es halt so. Ja. Und so machen wir weiter. Jetzt gucken wir noch einmal nach der Temperatur. Ist ein bisschen heiß hier drin, gell? Your patience is finally rewarded, dear listener. That's right. Your long wait for Sir Nigel Bickleworth's return is over. This is Two Point Radio. And what a treasure trove. Genau, da war's. Da habe ich's auch vergessen gehabt. Will ja keiner beim Marketing arbeiten, wenn es so heiß ist. So, wenn der Kubismus erforscht ist, dann baue ich als erstes mal die Behandlung für den Kubismus. Es ist langweilig. Okay, da können wir was machen. Da wollen wir auch mal gar nicht so sein. Da gibt es einen Spielautomat. Ah, wir gucken mal hier. Wo sind wir denn? Patientenzufriedenheit? Nö. Toilette. Hygiene. Langeweile. Sau langweilig hier. Ich sehe es. Dann gibt es ein paar Spielautomaten. Dann gibt es einen Geschenkeladen, an dem kann ich auch noch ein bisschen Geld verdienen. Was haben wir noch? Broschürenständer. Die helfen da auch sehr gut. Zeitschriftenständer auch. Bücherregale helfen auch. Und... ich würde sagen, mehr gibt es erstmal nicht. Wir gucken dann. Telefon. Unterhaltung. Telefon, ja. Verdiene ich mit dem Telefon auch Kohle? Guck mal, plötzlich ist gar nicht mehr langweilig hier. Was möchtest du? Weiterbildung. Du forschst erstmal den Kubismus fertig. Dann können wir darüber reden. So, ein Assistent bräuchte ich natürlich jetzt noch. Oh, hier. Will mehr Geld, hat Potenzial. Ganz ehrlich, an der Stelle sage ich jetzt, doch Kundenbetreuung. Kann ich dann auch noch hier die Bälle mit ausbilden? Das mache ich und dann fliegt Petro raus. Ja.
Also Kurs starten. Kundenbetreuung 1. So, und so lange, wie das läuft, schmeißt hier Petro noch die Annahme und dann ist es mit dir um, Petro. Ja, apropos, es ist um, ne? 65% wird behandelt. So. Das kommt noch demnächst. Forschung 2, dafür haben wir... Oh, das ist mir jetzt zu teuer. Das ist mir jetzt zu teuer. Tut mir leid. Abrundungstherapie. Das wollen wir doch haben. Die bauen wir noch. Wahrscheinlich habe ich die Kohle dafür jetzt gar nicht. Was ist es denn? Bin ich blind? Ach so, ich habe es ja nur diagnostiziert. Ich habe das in die Forschung noch gar nicht fertig. Eieiei, ich bin so aufgeregt. Ich will das sehen. Krankenhausattraktivität von 70%. Das ist bei 51. Ja, easy. Und zwar easy mit Goldstern. Erstmal in jedes Zimmer noch einen zusätzlichen. In den Toiletten haben wir noch keine, noch gar keine. Das kann ja nicht sein. Hier ist schon, da ist noch Platz. Da ist noch Platz. Ja, ich glaube, das machen wir aber in Ruhe beim nächsten Mal weiter. Denn jetzt ist die Forschung fertig. Abrundungstherapie. Das bauen wir jetzt noch schnell. So, wahrscheinlich ist es so teuer, dass ich es mir gar nicht leisten kann. 35.000. Check. 5 mal 3. 4. 4. Ja, bitte. Warum nicht? Klimaanlagen im Weg? Das darf ich jetzt nicht. Also, nächster Versuch. Klimaanlagen im Weg, na gut. Kaum groß, das Ding. Stufe 2. Behalten wir das mal ein bisschen im Auge hier gerade. Da muss eine normal große Klimaanlage rein. Ups. Und weil der Raum einfach so groß ist und ich den Platz habe, kommt der Trinkbrunnen mit rein. Der Süßigkeitenspender. Und das muss mal gut sein. Das ist unsere Abrundungstherapie. Ein Patient, den würde ich da jetzt gerne noch sehen mit Kubismus. Wir brauchen einen Arzt, der behandeln darf. Den haben wir doch schon. Und 2 Stück haben wir davon. Ihr macht keine Allgemeinmedizin mehr. Ihr macht nur noch hier hinten diesen Kram. Genau. So, ein Kubismus-Patienten bitte. Oh nein. Dr.
Ich habe keinen dabei, den ich hier direkt mal hinschicken könnte. Nein. Du auch nicht. Du hast dahin gepullert. Ich werde wahnsinnig. Also Leute, dann werden wir den Kubismus leider erst beim nächsten Mal sehen. Das gibt einen kleinen Cliffhanger jetzt. Seid mir nicht böse, aber so ist es halt. Eine halbe Stunde ist voll. Ich muss Kohle zusammenkriegen. Ich muss jetzt mal erheblich sparen. Und das gehen wir beim nächsten Mal an. Ein bisschen weiter umsortieren. Weitere Diagnosen, ein bisschen weitere Behandlung nach Bedarf. Aber erstmal wieder Kohle zusammenkriegen und vielleicht mein Personal währenddessen ein bisschen weiterbilden, ne? Jo, das ist der Plan. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss!